Wasser trinke und hier unseren Kelp. Und da ist das Boot. On. Dumm. Hatte ich da den Wassereimer weggenommen? Ernsthaft? Ich habe ernsthaft den Wassereimer weggenommen. Manometer, dann bin ich erstmal eiskalt in den Tod gestürzt. In der guten Hoffnung, dass da Wasser ist. Ein bisschen Holz mitnehmen. Ich muss mir nämlich mal noch eine Axt bauen. Eine Spitzhacke. Na, nee, sinnlos. Die ganzen Level Forge. Ich wollte jetzt gerade Futsch sagen und rausgekommen ist Fortune. Das nennt man ein schönes Deutsch. Komm, wir nehmen die mal mit. Müssen wir uns ja hier mal ein bisschen fortbewegen. Ja, die Kühe müssen wir auch irgendwann mal umsiedeln. So, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen herunter bewegen. Nee, da bin ich gestorben. Gut, dann sieht man aber auch gleich, wie das Level funktioniert. Wie easy peasy. Mann, Mann, Mann. Habe ich das hier zugebaut gehabt? War ja auch sinnfrei. Da habe ich natürlich hier kein Wasser. Aber wir können halt mal ganz kurz zeigen hier. Wir haben jetzt 7 Level sagenhafte. Jetzt am Anfang geht das halt noch relativ flott, aber ab Level 15 ist das so. Da sind halt auch schon 2 Karotten rumgekommen und 2 Kartoffeln. So, können wir das mal so ein bisschen. Und das können wir dann halt bei einem Kleriker ertraden gegen Gold. Und ich hätte ein Wassereimer mit. Ich hatte ja. So NEK. Erstmal zumachen, nicht, dass ich gleich wieder reinspringe. So. Und dann fahren wir erstmal so zum Skelettspawner. Und dann kramen uns erstmal gute 1000 Blöcke in eine Richtung. Das kann raus. Komm, kann auch erstmal raus. Und schnell weg. Ich will alles aufnehmen. Muss nicht sein. Next Level. So, natürlich kann ich mal wieder was trinken hier. Ich geh's mit einer Hand hin. Nein, krieg nicht deinen ganzen Eistee in the face. Mute mich mal aber nicht, dass ich hier gluck 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 mache.
So, gerade noch schnell getrunken. Läuft. Es war wieder Nacht. Und wir müssten halt auch mal angeln, wieder mal. Wir brauchen noch 2 Nautilus-Shards. Ach ja, die Musik ist so schön. Dank an YouTube. Die haben das nämlich sozusagen freigegeben. Für die kommerzielle Nutzung. Das könnte halt jeder YouTuber benutzen. Also auch nicht mit Namensnennung. Ohne. Vorbildlich. Man sagt ja so schön, im Dunkeln ist gut munkeln. So, mal gucken, ob ich jetzt noch den Skelettspawner so finde. Da ist der Tempel, das heißt, wir müssen hier links lang. Ach ja, jetzt geht die Entspannung los. Entspannte Phase. Und man schwitzt immer noch, es hat zwar ein bisschen abgekühlt, aber es ist halt immer noch schwül warm. Das war ein Stehdelfin. So, mal gucken, ob ich jetzt einen. Was schon hier? Ein Ertrunkener hier? Nö, hier ist es noch nicht gewesen. Hier war es noch nicht. Aber ich glaube, wir müssen wirklich ein bisschen rumfahren noch. Genau das. Unsere Lichtquelle. Leon Oliver. Ja, hier sind einige Monster jetzt unterwegs. Deswegen schnell runter. Am schlimmsten ist halt der Effekt, wenn dann auf einmal macht. Das ist dann so der Moment. So, hier ging's. Gott sei Dank mit einer Leiter nach unten. So. Hier, das muss ich halt wirklich umbauen. Dass die halt wirklich mit Wasser nach oben und dass wir hier vielleicht ein bisschen ummodeln. Das müssen wir aber mal demnächst angeben. Jetzt müssen wir gucken. MF3 207, das geht genau hier auf und Höhe 11. Silk Touch kommt erstmal hoch. Dankeschön. Mausrad. So, graben wir uns erstmal hier einspurig nach unten. Der nächste schlaue Moment, ich hätte ja auch mal etwas Holz von oben mitnehmen können. Das war jetzt komischer Moment. Nicht, dass wenn wir dann gleich wieder nach Hause kommen, ein ungebetenen Gast haben. Schlimm, manchmal ist der Sprachfehler unschön. So haben wir nicht gewettet. Vorbildlich wie ich war, habe ich natürlich wieder keine Axt mitgenommen. Dann nehmen wir halt die Steinhand. Dank dir. Das freut mich zu hören. Beziehungsweise zu lesen. Leon. Spinni. Solange es jetzt nicht zzzzt macht, ist alles gut.
Zischen darf es nicht. So, da haben wir wenigstens gleich mal ein bisschen Holz. Dass wir uns dann mal ein paar Fackeln machen können, sobald wir Kohle finden. Sein, ich habe hier noch ein bisschen was drin. Nö. Nö. Schade, schade, sehr, sehr schade. Aber okay. Dann graben wir uns erstmal nach unten. Wenn wir irgendwie Diamanten finden, haben wir ja unsere Fortune 3 Spitzhacke. Und ich lage mal kurz die Uhr auf den achten Slot runter. Dass wir halt sehen können, wenn es Nacht wird. So. Gut, Kohle. Die nehme ich allerdings doch mal mit. Nehme ich die mit Silkieben mit. Ich denke, die können wir dann vielleicht mit Silk Touch mitnehmen. Wird bestimmt besser kommen. Da haben wir nämlich gleich mal noch ein bisschen Erfahrungspunkte Vorrat. Man merkt, die sind ein bisschen langsam und die haben normales Eisen. Das kommt so mit. Zip. Und halt gleich nochmal kurz gucken, nicht, dass wir gleich auf Höhe 11 schon sind. Nein, auf Höhe 20, das ist noch akzeptabel. Und hier ist ein Minenschacht. Ein weiterer Minenschacht. Sagenhaft. Ja, das Gold nehme ich trotzdem mal mit. Kann man halt wirklich bloß für goldene Äpfel benötigen. Aber Gold ist Gold. Tatsache, ich hatte keine Fackeln mehr. Schlimm. Nö. Demzufolge nehme ich die erstmal mit der normalen Glücksspitzhacke mit. Es hätte ja sein können, dass da jetzt gerade noch eine Truhe ist. Aber das Spiel sagt auch wieder, nein, da ist keine für dich. Genau, jetzt sind wir für 11. So, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen was finden. Glücklicherweise habe ich das ja mit dieser Silk-Touch-Spitzhacke abgebaut. Das war jetzt wirklich Glück. Okay, Cleanstone brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Müssen uns halt immer mal zwischenzeitlich mal kurz gucken, was wir brauchen, was nicht. Ich mache gleich hier noch eine Fackel hin, keine Sorge.